Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Augen. Wie funktioniert das Auge? So, die Augen sind die wichtigsten Sinnesorgane des Menschen. Punkt 1. Der runde Augapfel ist ähnlich wie ein Futterapparat gebaut. Durch die durchsichtige Hornhaut auf der Vorderseite des Auges fällt das Licht in den Augapfel hinein. Hinter der Hornhaut liegt die farbige Regenbogenhaut. Sie bestimmt die Augenfarbe eines Menschen. Braun, grau, blau oder grün. In der Mitte der Regenbogenhaut ist ein Loch. Das ist die Pupille. Bei hellem Licht verengt sich die Pupille. Ist es dunkel, weitet sie sich auf, um mehr Licht aufzunehmen. Oh, cool. Steht sogar hier. Hinter der Pupille liegt die Linse. Sie wirft den Lichtstrahl auf die hintere Wand des Augapfels, die sogenannte Netzhaut. Dort nehmen Sinneszellen die Helligkeit und die Farbe des Lichts wahr und melden sie über den Sehnerv an das Gehirn. Dieses setzt daraus ein Bild von dem, was man sieht, zusammen quasi. Meistens ist es auf den Kopf gestellt und wird dann wieder umgedreht im Gehirn. Wer braucht eine Brille? Ja, gute Frage. Betrachtet man einen Gegenstand, muss das Bild im Auge genau auf die Netzhaut mit den Sehzellen fallen. Nur so können wir den Gegenstand scharf sehen. Bei einigen Menschen ist der Augapfel jedoch zu groß oder zu klein geraten. Sie sehen viele Dinge nur unscharf. Einen solcher Sehfehler kann man durch eine Brille mit geschliffenen Gläsern ausgleichen. Menschen mit sehr empfindlichen Augen brauchen bei hellem Sonnenschein eine Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Im Hochgebirge tragen Bergsteiger zum Schutz eine Schneebrille. Zum Beispiel. Die brauchen auch eine Brille. Wie lernt man in der Blindenschule? Wer nicht sehen kann, also blind ist, hat es im Leben sehr viel schwerer als Sehende. Menschen in einer Blindenschule lernen, Blinde, wie sie sich im Haus und auf der Straße quasi bewegen können, ohne überall anzustoßen. Im Gehen tasten sie mit einem langen weißen Stock vor sich den Boden ab, quasi, ja, um Hindernisse oder Stufen zu bemerken. Damit andere Menschen sehen, haben sie auch immer diese drei Punkte am Arm, damit man ein bisschen Rücksicht nimmt. Die Blinden lernen durch Tasten mit den Händen viele Gegenstände und auch Menschen damit kennen. Die meisten lernen sogar lesen. Es gibt nämlich Bücher, die in einer Blindenschrift geschrieben sind, zum Tasten. Dabei bestehen die Buchstaben aus kleinen Höckerchen auf dem Papier. Diese kann der Blinde mit den Fingerspitzen erfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, durch Schnackseln, Schallwellen aufzunehmen. Das dauert aber ewig, um das zu lernen. Dann braucht man aber auch keinen Blindenstock. Das geht aber auch nur, wenn es leise ist. Oder wenn es nicht zu laut ist, zumindest. Kann man auch lernen, die Möglichkeit gibt es. Ja, bis dahin noch viel Spaß und tschüss.